Okay, sowas geht ab, Boys, aber der Jas hier ist willkommen zum Rennvideo von mir. Und ja, Jungs, und zwar befinde ich mich heute auf einem anderen Server mal. Wer ist denn hier? Okay. Und zwar handelt es sich um einen Potion-PvP-Server und ich möchte den einfach ganz gerne vorstellen, weil ich spiele da, glaube ich, die nächste Zeit ein bisschen. Natürlich wird Hauptcontent immer noch Soup sein und so, aber das ist einfach nur eine kleine Abwechslung, falls mal HG gerade nicht so spielbar ist, so wie andere Leute zum Beispiel mal QSG spielen auf Gomme oder so. Möchte ich hier einfach ganz gerne auf Buxcraft manchmal spielen. Und zwar ist es so, dass es sich um einen Potion-PvP-Server halt, kümmert oder handelt. Und ja, es ist halt so, wenn man einmal die Linie hier überquert, dann ist es so, dass man sich in dem PvP-Bereich befindet. Also könnte ich jetzt hier gegen irgendwelche Leute einfach ganz normal kämpfen. Und hier hinter halt wieder nicht. Hier ist komplett Peace. Also hier kann niemand sich hitten. Und ja, es ist halt so, dass man zum Beispiel hier weit jetzt rausgehen kann. Ich kann ja mal ein bisschen weitergehen. Und irgendwann ist dann einfach so eine ganz normale Fläche, also nichts Gebautes von Buxcraft. Und da kann man dann zum Beispiel seine eigene Base oder so bauen und mit Freunden irgendwie Sachen, zum Beispiel wie Potions oder so, brauen oder sich irgendwelche Dias oder so in Kisten legen, dass niemand anderes an die rankommt, falls die Ender Chest am Spawn halt einfach zu klein ist. By the way, am Spawn machen wir nochmal so, müssen wir nochmal ganz kurz warten. Und hier am Spawn seht ihr halt einfach eine Ender Chest und ihr könnt eure Sachen verstauen, weil sie sind jetzt noch nicht allzu gut. Aber ja, ich habe zum Beispiel jetzt schon mal Bedrock hier. Ups, ich kann da nicht gerade reinklicken. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Ist jetzt so ein kleineres Video, aber würde mich auf jeden Fall freuen. Da können wir auch mal ein bisschen zusammenzocken oder so. Allgemein, ihr könnt mich mal auf Discord auch ändern. Da müsste mein Discord Ping PvP Hashtag 8412 sein. Ich hoffe, ich bin mir jetzt sicher. Genau, 8412 hinter dem Hashtag ist richtig. Und da können wir auch gerne auf diesem Server spielen oder auf sonstigen Servern. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und danke fürs Zusehen. Tschüssi.